Fitzler beschreibt eine fundamentale Aufgabe in der Mensch-Computer-Interaktion, das Auswählen von Zielen. Neben dem Auswählen von Zielen gibt es aber natürlich noch weitere fundamentale Aufgaben. Und ein weiteres Beispiel für so eine Aufgabe schauen wir uns jetzt im Folgenden an. Dabei versuchen wir herauszufinden, was wir jetzt meinen, wenn wir durch einen Tunnel durchfahren, was der Unterschied zwischen Fitts Law und Steering Law ist und wie man berechnet, wie lange es dauert, durch einen Tunnel durchzufahren. Dafür schauen wir uns aber zuerst mal ein Beispiel an. Ich habe so eine Anwendung, die hat ein Menü und jetzt möchte ich in einem Untermenü einen Menüeintrag auswählen. Im ersten Schritt habe ich vielleicht schon mal dieses Menü aufgeklappt und jetzt ist aber erstmal die erste Frage, naja, welchen Menüeintrag will ich denn jetzt auswählen? Dazu muss ich dann natürlich wissen, welches Ziel, welchen Menüeintrag brauche ich denn? Wenn ich das aber weiß, dann ist es relativ einfach mit Fitts Law zu bestimmen, was ist jetzt die Distanz zum Ziel und was ist die Breite des Ziels. Wenn ich das beides habe, kann ich ausrechnen, wenn ich das Eingabegerät kenne, wie lange das Ganze dauert. Wenn ich mich jetzt aber auf diesen Menüeintrag hinbewegt habe, dann stehe ich vor einer neuen Aufgabe. Jetzt klappt vielleicht ein Untermenü auf. Und wenn ich jetzt einen Eintrag in diesem Untermenü auswählen muss, dann ist das irgendwie ein bisschen anders, weil plötzlich muss ich mich innerhalb dieser Zeile, innerhalb dieses schmalen Bereiches bewegen. Weil wenn ich jetzt aus dieser Zeile rausgehe mit dem Zeiger, dann klappt dieses Menü wieder zu. Und das bedeutet, ich muss jetzt diesen schmalen Bereich, den darf ich jetzt nicht mehr verlassen. Ein ähnliches Problem finden wir in einem ganz anderen Kontext. Das Lenken eines Autos über eine kurvige Straße. Auch hier habe ich einen Bereich, die Straße, und ich muss jetzt das Auto auf dieser Straße halten. Mit der Frage, wie Menschen das jetzt machen, hat sich schon Nicolas Raschewski beschäftigt und der hat versucht zu modellieren, wie lange es dauert, wenn Menschen das tun. Die Frage für Autos ist jetzt für die Mensch-Computer-Interaktion nicht so super relevant erstmal, auch wenn sich damit auch Menschen beschäftigt haben. Aber man kann das Problem übertragen auf gerade dieses Auswählen durch einen Tunnel. Was haben wir denn dann eigentlich? Wir haben also irgendwie einen Mauszeiger und der bewegt sich jetzt durch diesen Tunnel durch. Das heißt, der ist irgendwie auf der einen Seite und wir wollen jetzt diesen Mauszeiger auf die andere Seite lenken. Das sieht dann vielleicht so aus, hier ist die Mausspur noch dargestellt und erfolgreich sind wir, wenn wir es geschafft haben, diesen Mauszeiger innerhalb dieses Korridors zu behalten. Und naja, dann kann man sich überlegen, wie kann ich das denn jetzt modellieren, wovon hängt das ab? Und wenn wir Fitts Law kennen, dann können wir schon überlegen, naja, das hängt wahrscheinlich erstmal von der Distanz ab. Das heißt, je länger dieser Tunnel ist, desto länger dauert das Ganze auch. Und dann können wir sich überlegen, was könnte noch ein Faktor sein? Ja, und der andere Faktor ist ja auch relativ naheliegend, das ist einfach die Breite des Tunnels. Wenn der Tunnel sehr schmal ist, dann ist das sehr schwierig und wenn der Tunnel sehr breit ist, dann ist das Ganze relativ einfach. Jetzt habe ich irgendwie Breite und Distanz und kann mir jetzt überlegen, wie funktioniert es denn das Ganze? Das heißt, ich habe einen Mauszeiger, ich habe einen Tunnel und jetzt möchte ich diesen Mauszeiger durch diesen Tunnel bewegen. Dann habe ich die Distanz, ich habe die Breite und das Ganze, naja, das erinnert so von den Begrifflichkeiten natürlich schon stark an Fitts Law. Bei Fitts Law habe ich auch. Ich habe eine Breite, das ist in diesem Fall diese Breite des Ziels, nicht die Breite des Tunnels, aber ich habe auch eine Distanz. Und für Fitts Law weiß ich schon, wie ich das Ganze modellieren kann. Da habe ich irgendwie die Formel, die sagt, Move Bewegungszeit ist a plus b mal den Logarithmus von 1 plus d durch w. Und damit kann ich das ausrechnen. Jetzt habe ich irgendwie diese beiden Aufgaben und dann kann man sich aber fragen, was ist denn eigentlich einfacher? Das Durchlenken eines Mauszeigers durch einen Tunnel oder das Auswählen von Zielen, was Fitts Law modelliert? Um jetzt rauszufinden, ob die Aufgabe einfacher oder schwieriger ist als das Auswählen von Zielen, können wir uns die Aufgabe nochmal genauer anschauen. Ich habe jetzt also diesen Mauszeiger, ich habe diesen Tunnel und ich möchte jetzt diesen Mauszeiger durch diesen Tunnel durchbewegen und am Ende auf der anderen Seite wieder rauskommen. Und was ich beachten muss,
am Anfang ist, dass ich diesen Tunnel nicht verlasse. Und jetzt bewege ich die Maus durch diesen Tunnel und ich muss aber bei jedem Schritt, muss ich weiterhin beachten, nicht aus diesem Tunnel rauszukommen. Und damit ist es anders als Fitts Law, weil Fitts Law, da wird die Aufgabe eigentlich einfacher, je weiter das Ziel entfernt ist, aber es dauert natürlich trotzdem länger, weil die Distanz halt auch größer wird. Aber das Verhältnis zwischen Schwierigkeit und Distanz, das wird halt immer positiver. Bei Steering Law ist das jetzt nicht der Fall. Steering Law bleibt gleich schwierig über die ganze Tunnellänge hinweg. Jetzt können wir mal Fitts Law als Grundlage nehmen und überlegen, wie könnte ich Fitts Law verändern, sodass das jetzt auch für Tunnel gilt. Also die Frage, wie muss ich eigentlich diese Formel variieren, damit ich jetzt Tunnel beschreiben kann. Wenn wir jetzt Fitts Law als Grundlage benutzen wollen, um herauszufinden, wie wir das Durchfahren durch Tunnel modellieren können, können wir uns erstmal überlegen, naja, diesen Logarithmus, den brauche ich ja eigentlich nicht mehr. Weil das Problem verändert sich nicht, egal wie lang der Tunnel ist. Das Problem ist an jedem Punkt des Tunnels gleich schwer. Deswegen kann ich den Logarithmus erstmal entfernen. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir überlegen, naja, jetzt habe ich irgendwie noch dieses 1 plus, aber das 1 plus brauchte ich nur in Fitts Law, damit dieser Term mit dem Logarithmus nicht negativ wird. Und deswegen kann ich das auch rausstreichen. Und damit lande ich bei einer deutlich einfacheren Formel als für Fitts Law. Ich habe wieder die beiden Parameter A und B, die sind wieder eingabegerätspezifisch. Und wenn ich die aber bestimmt habe und einen gegebenen Tunnel habe, dann kann ich die Bewegungszeit ausrechnen. Diese A und B sind anders als die bei Fitts Law. Das heißt, ich kann nicht eine Fitts Law-Studie machen und dann hoffen, dass es auch für Steering Law so passt. Aber ich kann Steering Law-Experimente machen, so wie ich auch Fitts Law-Experimente machen kann, indem ich die Länge des Tunnels und die Breite des Tunnels variiere und dann kann ich daraus einen Index of Difficulty ableiten und mir diese Parameter bestimmen. Diese Formel, man kann die auf Raschewski zurückführen, aber in der Mensch-Computer-Interaktion wurde sie mehrfach wiederentdeckt. Das letzte Mal, dass sie wiederentdeckt wurde, war von Akkot und Tsai, die einfach sich diese Frage gestellt haben und dann festgestellt haben, dass genau diese Formel halt Tunnel beschreiben kann. Was haben wir jetzt also? Wir haben diese Formel, die so ein bisschen so ähnlich aussieht wie Fitts Law, aber diesen Logarithmus nicht hat, und weil ich den Logarithmus nicht mehr habe, brauche ich auch nicht mehr dieses 1 plus. Das heißt, wir haben einfach die Bewegungszeit ist gleich a plus b mal d durch w. Und na, wenn wir das haben, können wir analog zu Fitts Law auch einen Index of Difficulty bestimmen und der ist dann einfach die Distanz durch die Breite des Tunnels. Das heißt, wir haben die Bewegungszeit, wir haben A und B, diese Konstanten, die eingabegerätspezifisch sind, die Distanz, also die Länge des Tunnels und die Breite des Tunnels. Jetzt funktioniert das Ganze eigentlich erstmal nur für konstant breite Tunnel. Jetzt kann man sich überlegen, naja, vielleicht sind nicht alle Tunnel konstant breit. Ich habe vielleicht sowas wie das hier, die so ein bisschen merkwürdig geformt sind, so bauchig. Was mache ich denn da? Und auch da kann ich mich natürlich durchbewegen und wenn ich die Mauszeige durchbewege, dann verändert sich natürlich an jedem Schritt das Problem, weil manchmal ist das Problem leichter, wenn der Tunnel breiter ist, manchmal ist das Problem schwieriger, wenn der Tunnel sehr eng ist. Aber auch das kann ich mit Steering Law beschreiben, weil ich sagen kann, naja, ich habe A und B und dann habe ich an jedem Punkt dieses Tunnels ein anderes Problem, aber für jeden Punkt dieses Tunnels kann ich das Problem ja beschreiben. Das heißt, ich weiß immer, wie breit ist jetzt der Tunnel an dieser Stelle. Und das kann ich dann lösen, indem ich das Integral nehme über die Breite des Tunnels und die Länge des Tunnels. Das heißt, auch für Tunnel, die nicht einfach nur konstant sind, kann ich das bestimmen. Das stimmt jetzt für viele Tunnel so ganz gut, aber es gibt Einschränkungen, für die Steering Law in dieser Form nicht mehr funktioniert. Wenn ich Tunnel habe, die breiter werden, dann sind solche Tunnel viel einfacher als Tunnel, die schmaler werden. Und
diese Formel, dieses Integral führt aber in beiden Fällen zum gleichen Ergebnis. Das heißt, wenn ich sich verändernden Tunnel habe, dann muss ich mir überlegen, stimmen eigentlich noch diese Formeln oder muss ich nicht eine Variante davon benutzen? Das heißt, es wird auch aktuell noch daran geforscht, wie man jetzt das Durchfahren durch Tunnels möglichst gut modellieren kann. Eine etwas aktuellere Arbeit sieht man hier. Da wird auf Grundlage von Steering Law versucht zu modellieren, wie das Umfahren von Objekten beschrieben werden kann. Und das Durchfahren um Objekte, kann man sich fragen, wo passiert das denn? Na, wenn ich so mehrere Icons auf einem Bildschirm auswähle, vielleicht mit einem Lasso, oder wenn ich in einem Bildbearbeitungsprogramm bin und ein Objekt auswählen möchte, aber andere Objekte möchte ich nicht auswählen, dann stehe ich vor solchen Problemen. Und hier kann man auch eine Variante von Steering Law, eine Erweiterung benutzen, um zu beschreiben, wie lange das denn jetzt dauert. Und tatsächlich gibt es auch in der Mensch-Computer-Interaktion Dinge, die dann doch wieder an dem von Raschewski nahe dran sind, nämlich Arbeiten, die beschreiben, wie ich jetzt Steering Law darauf anwenden kann, wenn ich Autos fahre. Und naja, zeigt sich, dass auch moderne Varianten von Steering Law immer noch darauf passen, dass am Auto über eine Straße zu lenken und ich das damit beschreiben kann. Genau, jetzt kann man sich vorstellen, ich habe jetzt ein Steering Law Experiment durchgeführt, dann habe ich Daten rausbekommen, die sehen vielleicht so wie hier aus. Ich habe unten, wie bei Fitts Law Experimenten, auch den Index of Difficulty und auf der anderen Seite habe ich die Bewegungszeit. Und wenn ich jetzt diesen Graphen habe, kann man sich fragen, naja, für diese Daten, die ich jetzt empirisch bestimmt habe, was ist denn jetzt eigentlich A und B für diesen Steering-Task?